Okay, jetzt sind wir also im Watt. Im Watt gibt es auch keinen Wald. Stimmt zwar, und da wird sich in absehbarer Zeit auch kein Wald entwickeln, aber ich möchte jetzt doch den kleinen Exkurs wagen und mal kurz darauf hinweisen, dass das Watt, unser deutsches Wattenmeer, durchaus ganz wesentliche Ähnlichkeiten, mal abgesehen von der geografischen Lage, mit Mangrovenwäldern hat. Schon mal gehört, das sind so Büsche, die im Salzwasser an eben solchen nährstoffreichen Flussmundungen, zum Beispiel ums Amazonas-Mündungsgebiet herum, theoretisch zumindest stehen sollten. In ganz vielen Fällen sind sie natürlich wieder abgeholzt durch uns, Mensch. Das geht nur, wenn es sich um einen geschützten Mündungsbereich handelt. Und die stehen deswegen im Salzwasser, weil da nichts anderes stehen kann. Sie haben da also keine Konkurrenz durch andere Pflanzen, sind also vergleichsweise gute Lebensbedingungen, wenn man ein System entwickelt hat, um mit dem Salz klarzukommen. Und das ist so die eine von zwei wahnsinnig tollen Besonderheiten, die so eine Mangrove hat. Die eine, relativ simple, was es auch bei anderen Bäumen oder zumindest Holzpflanzen gibt, Anpassung ist, dass sie Atem. Wurzeln hat. Ich habe in meinem Photosynthese-Video erklärt, jede Zelle einer Pflanze braucht Sauerstoff und da eine Pflanze keine Lunge hat, womit sie Sauerstoff aktiv in alle Teile ihres Körpers, wenn man so möchte, pumpen kann, muss jede Zelle irgendwie Zugang zu Sauerstoff haben. Das ist bei Landpflanzen, die nicht im Wasser stehen, sondern im normalen Boden, kein Problem, weil so ein Boden ist ein mikroporöses System. Da dringt grundsätzlich immer Luft bis in, ja, locker einen Meter Bodentiefe herunter und da herrscht auf jeden Fall genug Luft, dass es für eine Wurzel reicht. Aber durchs Wasser bis in den Boden, in dem die Mangrove ja letztendlich auch steht und da verankert ist, reicht das natürlich nicht, beziehungsweise das kann nicht funktionieren, weil das Wasser eben dazwischen ist. Deshalb hat sie quasi Wurzeln, die von ihren Wurzeln nach oben wachsen, schnurgerade und oben dann so richtige Luftlöcher haben und als Luftkanal funktionieren, um das eigentliche Wurzelwerk mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist die eine tolle Anpassung, weshalb eine Mangrove da stehen kann, wo sie steht. Und die andere tolle Anpassung, die sie hat, ist, dass sie in der Lage ist, mit Salzwasser klarzukommen, weil sie einen ganz, ganz großen Teil ihres aus der Photosynthese gebildeten Zuckers wieder verstoffwechselt. Und mit der daraus resultierenden Energie ist sie in der Lage, mit einem, ja, einer Art Pumpmechanismus, die eben Energie verbraucht, das Salz, was sie aufgenommen hat, durch eben das Wasser, was sie für die Photosynthese braucht, wieder abzugeben. Und auch dafür gibt es so spezielle, ja, Salzauspumpöffnungen, könnte man es mehr oder weniger fast nennen. Das ist ganz raffiniert, verbraucht aber einen ganzen Haufen Energie, weshalb Mangroven wieder super langsam wachsen. Da bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Zucker, die man als Biomasse verbauen könnte, weil das meiste für diese Entsalzung des zum Wachstum benötigten Wassers verbraucht wird. Und letztendlich ist diese miserable Umsatzrate der durch die Photosynthese produzierten Energie der Faktor, weshalb wir keinen Mangrovenwald im Wattenmeer stehen haben. Dafür bräuchten wir nämlich einfach mehr Licht und keinen Winter. Wir bräuchten also quasi eine Vegetationsperiode von 365 Tagen und jeden Tag müsste es mindestens 12 Stunden hell sein. Besser mehr, aber das gibt es nicht. Also das Optimum ist ja wirklich jeden Tag 12 Stunden hell. Unter diesen Bedingungen geht das mit den Mangroven. Zu kalt wäre es denen noch nicht mal, weil es wird ja nicht nennenswert richtig, richtig frostig bei uns im Wattenmeer. Mit dem bisschen an Frost, was es da dann unter Umständen mal gibt, in kälteren Wintern, da würden sie vielleicht sogar noch irgendwie mit klarkommen, unsere Mangroven, die wir dann im Wattenmeer gepflanzt hätten. Aber es fehlt einfach schlicht und ergreifend eben am Licht. Die Photosyntheserate kann nicht so hoch sein, dass es da reichen würde, um das Meerwasser zu entsalzen. Das ist der Faktor, an dem scheitert, weshalb wir keine Mangroven im Wattenmeer stehen haben. Ich wollte das Beispiel jetzt einfach nur deshalb mal bringen, damit man mal sehen kann, auch unter solchen Bedingungen kann sich, wenn dann andere Faktoren noch ein bisschen besser sind, ein Wald entwickeln. Natürlich, wie gesagt, in unserem Wattenmeer unter normalen Bedingungen nicht, es sei denn, wir graben es aus und verpflanzen es an den Äquator. Okay,
Aber jetzt wollten wir ja eigentlich, also diese blöden Motten hier nerven, die sind ja schlimmer als Stechmücken, wollten wir ja eigentlich auf Höhe Hannover mit unserem Dörte-Sand liegen bleiben. Hier haben wir jetzt nun klimatisch gute Ausgangsbedingungen. Und da will ich jetzt kurz mal erwähnen, dass überall da, wo nicht irgendwas beschissen ist, sich unter normalen Bedingungen tatsächlich ein Wald entwickeln kann und es dann auch tut, wenn man ihn lässt. Sprich, wenn nicht wieder der Mensch eingreift und was dagegen hat, wird sich da ein Wald entwickeln, wo gute Bedingungen herrschen, wo ein guter, geeigneter Standort ist. Was braucht ein geeigneter Standort? Der braucht lange genug im Jahr, warm genug, dass Pflanzenwachstum über eine gewisse Periode möglich ist. Und zwar kann man sagen, so etwas zwischen 60, also es sollten schon in den meisten Bedingungen mehr als 60 Tage Vegetationsperiode da sein, damit sich ein Wald, der so aussieht, wie ihr euch jetzt einen Wald vorstellt, entwickeln kann. Mindestens eben besagte 60 Tage. Da gibt es verschiedene Spekulationen. Es gibt wieder Ausnahmen von der Regel, noch und nöcher. Das ist bei der Ökologie und bei der Biologie ja generell so. Besser wären natürlich 90 Tage, noch besser wären 120 Tage oder 200, irgendwie sowas. In Deutschland sind wir so um den Dreh, dass bei irgendwie früher zwei Drittel des Jahres Vegetationsperiode hatten. Mittlerweile ist es ja ein bisschen mehr. Also so eine richtige Vegetationsperiode. Je nach Pflanze kann man, manche konnten es ein bisschen länger, manche konnten es ein bisschen weniger lang. Wieder andere Pflanzen haben sich auf bestimmte Dinge spezialisiert und haben eine noch kürzere Vegetationsperiode quasi freiwillig, in denen sie dann ganz intensiv wachsen. Ein Beispiel hierfür, nochmal ein Exkurs, wären dann die Frühjahrsblüher, sowas wie zum Beispiel der Bärlauch, der nur kurze Zeit quasi wächst in der Phase, in der es warm genug geworden ist, dass er physiologisch überhaupt in der Lage ist zu wachsen. Und noch bevor die Bäume es geschafft haben, ihr Kronendach, ihre Blätter komplett auszufalten und es quasi zu dunkel geworden ist und er physiologisch gesehen dann wieder nicht mehr in der Lage wäre zu wachsen, obwohl es noch warm genug wäre, aber dann fehlt es ihm an Licht. Pflanzen haben immer das Problem, dass sie alle zum Leben erforderlichen Faktoren im mindestens ausreichenden Maß benötigen, um überhaupt wachsen zu können. Sobald eine Sache fehlt, ist diese eine Sache der limitierende Faktor, der sie dann umbringt. Sodala. Aber zurück zu unserer Dörte, die nun in Form von Sand irgendwo ein bisschen weiter weg vom Ufer, spaßeshalber einfach mal wirklich so ordentlich weit weg vom Ufer eines Flusses in Niedersachsen rumliegt. Warum ein bisschen weiter weg vom Fluss? Weil direkt am Fluss wären dann wieder besondere Wachstumsbedingungen. Das würde einen besonderen Waldtyp geben. Den wollen wir jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir langsam wirklich mal zum standardhäufigsten Fall einer Klimaxvegetation kommen, nämlich zumindest bei uns in Mitteleuropa, es gibt natürlich auch Regionen, wo nirgendwo gute Bedingungen herrschen, bei uns in Mitteleuropa haben wir eigentlich standardmäßig gute Wachstumsbedingungen für Pflanzen. Und das bedeutet, wenn alle Faktoren gut sind, sprich es gibt ausreichend Wasser, Jahresniederschläge so irgendwas um die 500, 600 bis 800 Millimeter, so irgendwo so um den Dreh. Das sind alles auf jeden Fall noch gute Niederschläge, das ist alles kein Hindernis. Dann haben wir eine angenehme Jahresdurchschnittstemperatur von 8,5 Grad, so mal ganz grob ungefähr. Ich weiß nicht, ob das die von Deutschland ist, aber die ist in vielen Teilen von Deutschland so in etwa zu erreichen. Wir haben... Meine Güte, diese Viecher gehen mir auf den Nerven. Wir haben auch generell eine Vegetationsperiode, die lang genug ist. Die beträgt eigentlich überall mindestens 120 Tage, jetzt außer in den allerhöchsten Regionen in den Alpen. Kann auch nochmal deutlich mehr als die besagten 120 Tage sein. Reicht auf jeden Fall locker.
Ja, aber zur Dauer der Vegetationsperiode, da muss ich euch ja nichts erzählen. Ihr wisst selber, wie kurz die Winter inzwischen bei uns sind. Das ist gerade eben dann interessant, wenn man halt Nadelbaum ist und relativ spontan bei einem super milden Winter trotzdem noch mal relativ lange in den Winter rein weiter wachsen kann, während die Laubbäume im Herbst halt generell ihr Laub abschmeißen und dann passt das mit dem Wachstum bis zum Frühling. Wenn sie zu früh austreiben, kann danach noch der Frost kommen, dann sind sie dann tot. Da muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man Laubbaum ist, da ist so ein Nadelbaum dann wieder bevorteiligt. Deswegen könnte es zum Beispiel jetzt auch sein, dass durch eben diese immer kürzeren Winter das Modell winterkahler Baum bei uns dann irgendwann nicht mehr erfolgreich ist. Damit dieses Modell winterkahl funktionieren kann, muss halt eben der Winter eine gewisse Länge haben. Ist der Winter viel zu lang, dann lohnt sich das wieder nicht, dann ist immer grün besser. Weil die Vegetationsperiode zu kurz ist, dass sich der Aufwand lohnt, jede Vegetationsperiode neue Blätter zu produzieren. Die lohnen sich nur, wenn man danach auch eine gewisse Zeit lang mit diesen Hochleistungsphotosyntheseorganen, die eine bessere Photosyntheseraten haben als Nadelblätter, auch dann eben lange genug Photosynthese machen kann, damit sich der Bau der Blätter jedes Jahr aufs Neue rentiert. Ansonsten ist man nämlich besser dran, wenn man eben mit Nadeln arbeitet. Die haben eine geringe Photosyntheserate, kosten aber auch weniger, weil man sie nicht jedes Jahr erneuern muss. Das ist also ganz wesentlich. Je nachdem, wo man sich befindet, ist halt eben die vorherrschende Waldform, sofern sich ein Wald entwickeln kann, ein Wechselgrüner oder ein Immergrüner. Der boreale Nadelwald jenseits des Polarkreises, der ist generell immer grün, weil die Vegetationsperiode eben zu kurz ist. Es lohnt sich nicht, da jedes Mal den Aufwand zu betreiben, neue Blätter zu produzieren. Dafür ist es einfach zu kurz. Bis man die Blätter quasi ausgetrieben hat, ist die Vegetationsperiode schon wieder vorbei. Kann aber auch anders sein, dass es sich nicht lohnt, wegen einem zu kurzen Winter. Aber andersrum, ist der Winter zu lang, dann kann Wechselgrün wieder sinnvoll sein, weil es zu viel Kraft kostet, seine Blätter durch den Winter zu erhalten. Also da ist dann unter Umständen das Abwerfen der Blätter wieder ein Vorteil. Eine Baumart, die sich das zunutze macht, ist der alte Nadelbaum, der seine Nadeln abwirft, der natürlich in den Alpen vorkommt, und zwar ziemlich weit oben, wo die Vegetationsperiode nur super, super, super kurz ist. Und die Lärche, darum geht es nämlich, die spart sich dann quasi den Aufwand, ihre Nadeln winterhart machen zu müssen. Das braucht nämlich eben auch Ressourcen. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, was heißt eingangs, irgendwo mal zwischendurch erwähnt, dass das ja nicht so einfach ist, die Nadeln winterhart zu kriegen. Und eben diesen Aufwand, den andere Bäume auf dieser Höhe dann quasi in 9 Monaten im Jahr quasi betreiben müssten, weil in der Zeit kein großartiges Wachstum möglich ist, spart sich eben die Lärche dadurch, dass sie leicht zu produzierende Wegwerfnadeln halt kurzzeitig schnell austreibt für die Vegetationsperiode und danach halt wieder wegschmeißt und ist dann alle Sorgen über den langen Winter los. Auch das kann eben funktionieren. Jetzt befinden wir uns aber, ich muss erstmal einen Schluck trinken, auf Höhe Hannover. Und das ist nun eben jetzt ein Fall, wo alle Bedingungen irgendwo im optimalen Bereich liegen. Was kann sich dann da entwickeln? In aller Regel ein Laubwald. Warum ein Laubwald und nicht ein Nadelwald? Weil der Laubwald konkurrenzkräftiger ist. Nadelwald ist generell immer dann die Klimaxvegetation, wenn die Faktoren in den Rand dessen, wo sich ein richtiger Wald mit hohen Bäumen entwickeln kann, gedrängt werden. Wenn also irgendwas fehlt. Das kann also jetzt eben besonders trocken sein. Im Fall von Deutschland wäre das bei den ganz wenigen selten vorkommenden natürlichen Kiefernwäldern beispielsweise der Fall. Das sind so trockene Spezialstandorte, dass es einfach nicht mehr reicht für einen Laubbaum. Da muss so ein
ressourcensparender, auch selten neue Wadeln produzierender, deswegen ressourcensparender Nadelbaum dann her, der da die natürliche Vegetation bilden würde. Also wieder die Klimaxgesellschaft. Das Beste, was ich unter den gegebenen Bedingungen dort einfinden kann, wenn genug Zeit vorhanden ist. Hingegen bei Hannover, alles wunderbar. Und jetzt kommt ein spezieller Faktor noch zum Tragen. Bisher waren ja immer die Umweltbedingungen quasi das, die vorgegeben haben, was sich entwickelt. Sind die Umweltbedingungen aber kein Problem und jede Pflanze könnte da eigentlich wachsen, wenn man sie ließe, dann kommt ein weiterer Faktor, ein wesentlicher Faktor in der Ökologie zum Tragen und dieser nennt sich Konkurrenz. Alle Lebewesen können da potenziell wohnen. Es setzt sich aber jetzt nur die Gruppe von Lebewesen durch, und ich sage absichtlich die Gruppe, die im Zusammenleben ihre die Ressourcen, die vorhanden sind, am effektivsten nutzt, um entweder, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, viel schneller zu wachsen als die anderen und deswegen einfach nicht einzuholen zu sein von anderen, die da auch wachsen möchten, oder um eben mit den vorhandenen Ressourcen irgendwas zu bauen, um die anderen umzubringen. Das wäre also jetzt auch eine Möglichkeit. Und unsere liebe Buche, ihr habt jetzt ja schon ein paar Videos bei mir gesehen und wisst demzufolge sicherlich schon, dass das auf den Buchenwald hinausläuft, hat jetzt gleich mehreres in dieser Richtung zu bieten. Buche ist die Baumart, die bei uns unter den gegebenen Bedingungen, bei guten Standortsbedingungen, wie gesagt, wenn es an nichts fehlt, nicht an Regen, nicht an Wärme, nicht an Licht, dann setzt sich die Buche durch, weil die sich am ehesten darauf spezialisiert hat, unter guten Bedingungen die anderen niederzuknüppeln. Die Buche hat zum Beispiel, das habe ich irgendwo anders auch schon mal näher ausgeführt, aber es passt jetzt hier gerade ganz gut rein, bildet die Buche eine sehr breite Krone aus. Die wird nicht besonders hoch, ist ein eher vergleichsweise kurzer Baum, so mit 30, 35 Metern, dann ist bei der Buche in der Regel auch schon Schluss. Aber dafür eine sehr, 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 sehr breite Krone, die dann auch enorm viel Schatten produziert, was es einfach anderen Baumarten sehr, sehr, sehr schwierig macht, überhaupt Jungbäume unter Buche zu etablieren. Das Einzige, was unter Buche noch wachsen kann, ist eine andere Buche. Dann durchwurzelt die Buche auch sehr intensiv den Boden, hat eine Herzwurzel, die einfach alles durchwurzeln kann. Und damit haben andere Bäume es dann wieder schwierig, da überhaupt irgendwelche Wurzeln unterzukriegen. Und in diesem Schatten kann auch keine sonstige andere Pflanze, die zum Beispiel dem Wald Konkurrenz machen würde, wachsen. Weil Wald ist ja deswegen die Klimaxvegetation, weil er sich gegen andere Vegetationstypen, zum Beispiel eine Graslandschaft, einfach durchsetzt. Es ist zu schattig und an der Buche, da kann gar kein großartiges Gras hochwachsen. Habt ihr euch mal den Waldboden in einem Buchenwald angeguckt, dann werdet ihr feststellen, da steht nix. Zumindest nicht mehr im Sommer. Im Frühling, wenn das Kronendach noch nicht geschlossen ist, dann schon. Da gibt es dann Spezialisten, die halt für sich dort eine sogenannte ökologische Nische entdeckt haben. Wie zum Beispiel eben unser besagter Bärlauch, zum Beispiel auch das Buschwind, Röschen, Schneeglöckchen, all diese ganzen Frühjahrsblüher, die haben sich dann da eben auf dieses Ding spezialisiert. So, das ist also jetzt das, was unter optimalen Bedingungen möglich ist. Und zum Beispiel, um jetzt nochmal kurz zur Dörte zurückzukommen und eben diesem Haufen Sand, gerade so ein nährstoffreiches Gemisch verschiedener Minerale, das vom Fluss angeschwemmt worden ist, das ist natürlich auch ein idealer Boden. Hätten wir jetzt miese Bodenbedingungen aus irgendwelchen unglaublich nährstoffarmen Mineralen, dann hätte vielleicht die Buche auch schon ein kleines bisschen Schwierigkeiten, aber dafür müsste es schon sehr, sehr, sehr schlecht sein. Tatsächlich ist sie beim Boden recht tolerant, unsere liebe Buche, aber nur, damit wir das auch mal angesprochen hatten. Bodentechnisch soll das jetzt erstmal genug gewesen sein. Bodenkundemäßig mache ich das nochmal irgendwann ausführlicher. Haben wir ja in der Initialbodenbildung im Gebirge recht gut durchgekaut.
So, wir haben jetzt also da einen Buchenwald stehen. Jetzt ist das eben sozusagen die sogenannte Klimaxvegetation. Vielleicht weiß der eine oder andere schon von euch, dass der Begriff Klimaxvegetation schon so ein kleines bisschen veraltet bzw. umstritten ist. Die gibt es jetzt so gesehen eigentlich nicht mehr. Dieses Bild dessen, dass sich über verschiedene Entwicklungsstadien hin dann irgendwann die Klimaxvegetation das Beste Mögliche einstellt und dann da bleibt. Das ist ein bisschen überholt. Alte Sichtweise war eben, jetzt gibt es einen ewigen Kreislauf in diesem naturgemäßen Buchenwald, der dann bis in alle Ewigkeit ein Buchenwald bleibt, der mehr oder weniger am besten noch bis in alle Ewigkeit ungefähr gleich aussieht. Das ist nicht so. Inzwischen ist die gängige Theorie, wobei das natürlich auch nur eine Theorie ist, allerdings eine, an die so ziemlich jeder glaubt, der sich mit der Materie auskennt, ist die gängige Theorie die Klimax-Mosaik-Theorie, die da bedeutet, dass sich zwar ein Klimaxwald ausbildet, der dann lange Zeit das bleibt, aber was eben generell relativ neu ist, dass das immer nur so fleckenartig geschieht. Und zwischen diesen Flecken, an denen wirklich eben dieser reine Buchenwald besteht, gibt es Störungen im System. Zum Beispiel ein Windwurf. Also Sturm, legt einen Haufen Buchen um. Jetzt sind da erstmal keine Buchen mehr. Damit ist quasi die Sukzession, also diese Entwicklung hin bis zur Klimaxvegetation wieder zurückgeworfen auf ja, das Initialstadium, wo wir beim blanken Boden sind. Allerdings ein blanker Boden, der bereits ja, recht gut mit Nährstoffen versorgt ist, auf dem sich ein Haufen Biomaterial befindet, organische Substanz, der auch schon recht tief ist, wo ohne Probleme wieder die nächste Baumgeneration jetzt eigentlich ihre Wurzeln verankern könnte, in die Tiefe wachsen, nach oben wachsen, wieder entsprechend Schatten werfen und unten drunter alles dicht machen. Das kann aber unter Umständen durchaus eine Weile dauern. Da hängt es jetzt halt eben von ab, wie dieser Wald gestorben ist. Nehmen wir mal an, der war total überaltert, die Altbäume. Dann hatte er aber vorher wahrscheinlich genügend Zeit, in der langsam aber sicher lichter werdenden Krone, dass unten drunter schon die Jungbuchen bereitstehen. Und wenn das Zeug jetzt umgefallen ist, sind genügend Jungbuchen irgendwie zwischen den Stämmen noch am Leben geblieben, die jetzt quasi die Herrschaft übernehmen können und die nächste Generation von Buchenwald wächst heran. Das System bleibt also ein Buchenwald. Es kann aber auch passieren, dass der Schaden so groß ist, dass der Wald wirklich so zusammengebrochen ist, dass sich erstmal eine andere Vegetation dort einfindet, die unter den aktuell herrschenden Bedingungen dann kurzfristig eigentlich auch als Klimaxvegetation zu bezeichnen wäre, wie zum Beispiel eine Wiese oder ein Gebüsch mit Brombeeren und Ähnlichem und so weiter und so fort. Deswegen eben Klimax-Mosaik-Theorie, dass zwar die Klimax-Gesellschaft sehr wohl eben dieser Buchenwald ist, aber der eben nicht überall, sondern auch mal durchbrochen werden kann von kleinen Sonderdingern unter besonderen Gegebenheiten, an denen dann mal kein Buchenwald steht. Beziehungsweise auch im geschlossenen Buchenwald Lichtungen natürlich vorkommen. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ganz einfach erklärt. Vielleicht noch eine letzte Sache, die mir in die Richtung gerade noch einfällt. Ich weiß, das ist alles ein bisschen konfus, aber ich wollte es einfach mal ein bisschen drauf losquatschen, mal ein bisschen drauf los erklären. Wäre jetzt noch zu sagen, dass es Leute gibt, die eben an diese Klimax-Theorie, an diesen Buchenwald, den wir natürlicherweise eben überall hätten, der nur von so kleineren Flächen durch Störungen durchbrochen wird, an denen sich dann mal kurzfristig eine Wiese für, sagen wir mal, 30, 40, 50 Jahre etablieren kann. Da gibt es Leute, die glauben daran nicht. Das sind, dann möglicherweise, da gibt es noch andere Theorien, aber die beliebteste, die quasi das anzweifelt, das Bild, was ich gerade geschildert habe, ist die Mega-Herbivoren-Theorie. Die geht davon aus, dass die großen Pflanzenfresser, die es mal gegeben hat bei uns, zum Beispiel der Auerochse, der Riesenhirsch,
Dann das Wollnashorn, theoretisch auch vielleicht doch unter Umständen das Mammut, wenn man es noch ein bisschen mit reinnehmen möchte. Aber jedenfalls der Elch ist auch wichtig, den hatten wir auch früher hier, dass die nicht natürlich ausgestorben sind, weil der Wald zurückgekommen ist, weil die Wachstumsbedingungen besser geworden sind und die Standortbedingungen eben eine Entwicklung von Buchenwald als Klimaxvegetation oder zumindest mal Wald erstmal, der Buchenwald hat sich jetzt langsam entwickelt, zugelassen haben, sondern der Wald konnte sich nur deswegen flächendeckend schließen, weil damals schon der Mensch eingegriffen hat, der Steinzeitmensch in der Jungsteinzeit, spätestens in der Jungsteinzeit, eher in der Altsteinzeit und mit dem damals zur verfügenden Technologie angeblich, ich glaube da nämlich nicht dran, eben sämtliche großen Herbivoren, Pflanzenfresser, mega Herbivoren, große Pflanzenfresser, ausgerottet hat. Also quasi so die ersten massiven Eingriffe des Menschen in die Vegetationsentwicklung durch das Ausrotten der großen Tiere. Das ist die Mega-Herbivoren-Theorie. Wir, die wir da nicht dran glauben, sind erstens der Meinung, dass es nicht möglich gewesen wäre, für die paar Hanseles an Altsteinzeitlern, Mittelsteinzeitlern, ja, bis hin in den Jungsteinzeitlern, diese ganzen Viecher zu erlegen, weil sie einfach die technischen Mittel dazu nicht hatten. Und ein Streit in dieser Richtung ist nämlich, gab es damals schon eine Speerschleuder oder gab es da noch keine Speerschleuder? Aber selbst wenn sie schon eine Speerschleuder gehabt hätten, und es gibt viele Funde, die dagegen sprechen, dass die da noch gar nicht erfunden wurden, ist in der fraglichen Zeit, wo die großen Pflanzenfresser ausgestorben sind, ist es einfach nicht wahrscheinlich, dass die paar Menschen in der Lage gewesen wären, den gesamten Bestand an großen Tieren da umzubringen. Außerdem, Menschen gab es damals nachweislich bloß in so ein paar Flecken von Europa, Mitteleuropa wohlgemerkt, so Richtung Frankreich und so weiter und so fort. Warum wären diese Tiere dann nicht in der Lage gewesen, aus Richtung Russland und Richtung Skandinavien, wo sie auch noch viel längere Zeit gelebt haben, beziehungsweise noch heute leben, wenn wir uns den Elch angucken, warum sind die nicht einfach nachgezogen? Warum sind sie da nicht hinterhergekommen quasi? Warum sind sie weggeblieben, als man aufgehört hat, in nennenswerten Umfang auf die Jagd zu gehen und angefangen hat, sesshaft zu werden in der Jungsteinzeit? Was da noch gejagt wurde, hat dann nämlich drastisch abgenommen und dann wäre mit den paar Jungsteinzeitbauern definitiv die Viecher nicht mehr auszurotten gewesen wären. Ausrottbar gewesen. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, also da gibt es so viele Sächelchen, die da irgendwie bisschen unplausibel klingen. Welche Vegetation zur jeweiligen Zeit in der Erdgeschichte geherrscht hat, das kann man sehr gut nachweisen, indem man sich Pollendiagramme anguckt. Also Baumpollen bzw. Strauchpollen, der Samen, der überall rumschwirrt, gegen den wir alle allergisch sind, der lagert sich auch gerne natürlich in irgendwelchen Mooren ab oder in irgendwelchen Seen. Und wenn er dann im See, im Schlick, unten im Seeboden irgendwie ankommt, dann ist er konserviert und das über Jahrhunderte, Tausende. Im Moor theoretisch sogar noch länger und so weit zurückgehen muss man ja gar nicht. Wenn man sich nämlich die Waldentwicklung Mitteleuropas angucken möchte, dann kann man eigentlich bloß so wirklich plausible Aussagen ab der letzten Eiszeit machen. Und daher sind unsere Pollen, das heißt unsere Pollen sind maximal, na, lass mich lügen, 15.000 Jahre alt. Und so lange halten die sich ohne Probleme in Mooren. Und je nachdem, welche Zusammensetzung die haben, kann man davon aus, da gibt es natürlich so ein bisschen Differenzen und das ist nicht ganz so einfach zu bestimmen. Aber man kann da schon relativ gut ablesen, dass beispielsweise vor 12.000 Jahren jede Menge Haselpollen in den Mooren drin waren. Und dann kann man sagen, okay, da haben wir wohl offensichtlich eine haseldominierte Vegetation gehabt. War übrigens wirklich so, auch wenn ich mir mit der Jahreszeit gerade nicht so ganz genau ganz sicher bin. Das müsste ich erst noch mal kurz nachgucken, aber ich habe ja gerade kein Wikipedia. Ja, es ist auch ganz umstritten, inwiefern der Mensch durch den Ackerbau
und das künstliche Lichtung in den Wald reinsetzen. Die damalige Klimaxvegetation, die noch kein Buchenwald war, sondern als die Jungsteinzeit eingesetzt hat, eher mehr eine, so ein Eichen und verschiedene Laubbaum, Mischbaum, Vegetation gewesen ist. Inwiefern jetzt der Mensch durch eben das da Löcher reinklopfen, sich da einen Acker anlegen, den 30 Jahre lang bewirtschaften, guckt euch da diesbezüglich übrigens auch gerne meine Waldgeschichte-Videos an, dann wieder weiterziehen und dann war da ein Loch im Wald. Inwieweit hat jetzt dieses Loch im Wald in der natürlichen Vegetation der Buche ermöglicht, in diesem Loch schneller Fuß zu fassen? Sich schneller aus diesen Löchern heraus quasi auszubreiten. Haben wir als Mensch den Buchenwald irgendwie beschleunigt, die Buchifizierung von Mitteleuropa? Die ist nämlich eingewandert aus sonst wo, ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen, über irgendwie Polen, eine Nordroute und am Alpenrand entlang eine Südroute und hat sich halt eben sehr schnell ausgebreitet und das wird halt von vielen Leuten angenommen, dass das der Mensch auch irgendwie so ein bisschen beschleunigt hätte. Und das in Verbindung mit der Mega-Herbivoren-Theorie, dass dann halt eben dieser Buchenwald, wo wir von ausgehen, dass wir ihn überall hätten, so eigentlich gar nicht stimmt und eigentlich anders wäre. Gibt's Leute, die das behaupten. Ich behaupte das Gegenteil. Ja, jedenfalls hat sich dann auf diesem Wege jetzt ein Wald entwickelt. Und den Begriff Sukzession, den ich wahrscheinlich auch irgendwo in den Titel mal reinschreiben werde, das ist eben die Abfolge verschiedener Vegetationsstadien auf einem Standort. Wenn ich so drüber nachdenke, war das jetzt ein ziemliches Kuddelmuddel, verschiedene Faktoren in der Ökologie, die ich jetzt ein bisschen durcheinander geworfen habe, aber es sollte ja auch ein spontaner Vortrag sein. Es war jetzt nicht so explizit wirklich Sukzession erklärt, auch wenn euch jetzt trotzdem ein bisschen klar sein sollte, ein Stein verwittert, es bildet sich langsam Boden, der Boden wird tiefer, irgendwann ist der Boden tief genug, dass sich da auch wirklich eine große Pflanze ansiedeln kann, ein Baum, und bevor Baumwachstum möglich ist, erst kommen die Moose, dann kommen die bisschen größeren, so kleineren Blütenpflanzen, sowas wie der Gletscherhahnenfuß. Der Boden wächst, der Boden wird tiefer, die organische Substanz drauf wird größer, die Nährstoffverfügbarkeit wird besser. Damit können sich dann wieder noch größere Pflanzen ansiedeln. Irgendwann auch langfristiger lebende Pflanzen, die Holz ausbilden und damit grundsätzlich ohnehin relativ hohe Lebensdauer haben. Ist bei Holzpflanzen ja relativ logisch. Diese Holzpflanzen entwickeln sich natürlich immer weiter, wachsen immer größer. Es kommt zum Wechsel von Pionierbaumarten zu Klimaxbaumarten, die darauf ausgelegt sind, wirklich den Standort zu beherrschen und Konkurrenz auf die anderen auszuüben. Eine Pionierbaumart, die kommt quasi zu einem Zeitpunkt, an dem ohnehin keine Konkurrenz vorhanden ist. Zumindest nicht durch andere Bäume, bestenfalls durch so ein bisschen krautige Pflanzen, die für einen Baum nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt eine Konkurrenz darstellen. Und so gibt es dann halt dann irgendwie so einen Übergang. Dafür ist so ein Klimaxbaum nur sehr kurzlebig, ein Pionierbaum nur sehr kurzlebig. Das erkläre ich aber auch nochmal irgendwann separat im eigenen Video, was ist ein Pionierbaum, was ist ein Klimaxbaum. Und der stirbt dann von alleine. Es ist eben nicht so, dass die Buche jetzt irgendwie Primärvegetation, Pionierbäume irgendwie angreifen würde. Die Buche wartet einfach ab, bis die von alleine umfallen, weil sie halt eine kurze Lebenserwartung haben. Und dann steht halt quasi die Buche unten drunter mit ihren kleinen Mini-Buchen, Buchenkindern, wenn man so möchte, schon parat und kann auch schon in dem wenigen Schatten, den so ein Lichtbaum, Pionierbaum, überhaupt wirft, kann sie schon ein bisschen hochwachsen und die nächste Generation könnte dann also theoretisch schon ein Buchenwald sein. Könnte natürlich auch sein, dass es dann erstmal so Intermediärbäume sich ansiedeln, die kein ausgesprochener Pionier sind, aber auch noch nicht so eine ausgesprochene Klimaxart wie die Buche. Tatsächlich wäre so ein Übergangsbaum, wäre unsere Eiche. Die braucht viel Licht, ist aber schon langlebig. Hat also sowohl Pionier- als auch Klimaxbaum-Eigenschaften.
Und das kann eben dann auch sein, dass es dann so einen Übergang gibt und sich das dann dadurch entwickelt. Interessanterweise ist das auch mehr oder weniger die Vegetationsentwicklungsabfolge nach der Eiszeit gewesen, die natürliche. Erst kamen wirklich so die typischen Pionierbäume, dann gab es so diese so Intermediärdinger, die noch nicht völlig Klimax sind, aber auch schon kein Pionier mehr. Darunter eben auch die Eichenzeit mit viel Eiche. Und erst dann kam dann die Buche, die den quasi Abschluss bildet. Gehen wir davon aus, dass es keine andere Art, ja, jetzt habe ich eine Motte gefressen, mehr geben wird, die dann quasi die Buche verdrängt und noch besser klimaxmäßig an unseren Lebensraum angepasst sein wird. Gehen wir davon aus. Und die Buche ist sogar so sehr an ihren aktuellen Lebensraum angepasst, dass sie auch mit dem Klimawandel vermutlich, soweit man es prognostizieren kann, keine größeren Schwierigkeiten haben wird und auf den allermeisten Standorten weiterhin eben die dominante Baumart bleiben wird. Weshalb immer mehr an der aktuellen Forstwirtschaft auch auf die Buche eben gesetzt wird und man mehr zur natürlichen Vegetation hin tendiert mit exotischen Beimischungen wie der Douglasie, die eben auch positive Eigenschaften auf die prognostizierten Standortsbedingungen dann im Klimawandel haben könnte. So, also all diese Erkenntnisse sind durchaus auch was man in der Praxis für die Forstwirtschaft anwenden kann und nicht nur reine Theorie. Das ist schon alles durchaus wichtig und Forschung in die Richtung hat auch ihre Berechtigung. Ich denke, damit habe ich jetzt alles Mögliche erzählt. Ob ein roter Faden drin ist, kann ich nicht sagen. Aber das war ja so ein bisschen als gemütliches Abends noch was erzählen in Richtung Waldwissen-Video gedacht. Also dieser etwas spontane Charakter durchaus Absicht. Gut, dann werde ich jetzt nach Hause gehen und schlafen gehen. Das wird nämlich höchste Zeit. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.